Ich bin Neo Blade und ich hoffe, dass das Bild zurückkommt. Das tut es. Ich spiele The Staircase mit einem Gas. Zwei Spiele. Und das eine werde ich haushoch verlieren, weil ich greedy spiele. Und ich möchte hier auf den Hinweis nochmal eingehen, den Jack Attack euch gibt, nämlich The Staircase ist keine BO. Das heißt, ich spiele hier einmal Nexus First. Ich bin in der Bronzeliga in Amerika. Mein Gegner ist Silber. Mein Gegner spielt ein Void Ray All-In. Und ich mache halt auch mal so Sachen, die in der Staircase erlaubt sind. Aber nicht unbedingt irgendwas bringen. Aber vielleicht einfach Spaß machen. Und dadurch, dass der Gegner Void Rays baut und dadurch sehr, sehr mobil ist, verliere ich dieses Spiel. Und weil ich auch falsche Entscheidungen wahrscheinlich treffe. Im PvP ist Nexus First ein sehr riskantes Opening. Also auch in Bronze und Silber, wie man hier sehen kann. Aber, das ist ja das Schöne an The Staircase, ihr dürft selber euch aussuchen, welche BO ihr in welchem Matchup spielt. Und ihr müsst auch keine BOs auswendig lernen. Also ihr müsst die auch nicht üben, ihr müsst auch nicht die Supply-Zahlen treffen, sondern ihr könnt einfach frei Schnauze spielen. Und ich habe hier halt mal die Build-Order gewählt, die Okko in seinen Lernvideos zeigt. Und ich schaue mir jetzt gerade mal den Gegner an. Werden hier zwei Stargates gebaut? Ja, zwei Stargates werden gebaut. Und würde ich jetzt hier gleich mit vier Zealots ankommen, wäre dieser Gegner halt tot. Hier kommt der erste Zealot raus. Ich mache jetzt hier, wie gesagt, diesen Spökes mit Cannon an die Front, damit ich sehe, wann er rauskommt. Weil ich einfach über die Möglichkeit... Ich habe zwar zwei Gas gescoutet, aber die Scouting-Information hätte mir sagen sollen, dass Stargate-Play kommt. Oder Dark Templar. Aber ich rechne einfach nicht damit und denke mir, okay, dann warte ich einfach hier. Anhand der Cannon gucke ich mir an, wie er rauskommt. Und baue weiter meine Zealots, suche hier nach Proxy-Pylons. Mache also viele Sachen richtig, nur halt nicht für dieses Spiel. Und jetzt könnte man denken, okay, The Staircase funktioniert nicht mehr. Das klappt alles nicht. Und dieser Gedanke ist falsch. Denn wir werden direkt hinterher ein Spiel sehen, wo ich mit zwei Gates eröffne. Was ich halt im PvP deutlich empfehle, möglichst früh möglichst Truppen zu haben, damit ihr möglichst früh scouten könnt. Nicht nur, um dem Gegner eventuell irgendwas zu töten, sondern möglichst früh scouten. Und ich scoute hier halt so gut wie gar nichts. Ich sehe halt jetzt Void Rays, aber jetzt ist das Spiel vorbei. Weil ich kann mit einem Gas, das ich habe, nicht genug Stalker bauen, um diese Void Rays zu verteidigen. Ich kann nur Cannons bauen. Natürlich könnte ich meine Nexa irgendwie schütten, aber er wird immer irgendwo angreifen können, wo meine Cannons gerade nicht sind. Und ich sollte aber trotzdem versuchen, wenigstens mein Geld komplett in Cannons zu verbauen. Und das tue ich halt nicht. Das Spiel gehen wir auch einfach mal schneller durch. Ich guck mal, wie das aus seiner Vision aussieht. Ich bin halt mit ein paar Zealots darüber gegangen. Aber er wird es halt schaffen, seine Base zu verteidigen. Und ich gehe raus. Hat hier natürlich was mit Unit Composition zu tun gehabt. Zealots können nicht auf Void Rays schießen. Aber hauptsächlich hat es was damit zu tun, dass ich sehr greedy gespielt habe und ein sehr unsicheres Opening im PvP verwendet habe. Aber bei The Staircase bedeutet einfach, ihr könnt eure eigenen Erfahrungen machen und ihr könnt eure eigenen Build Orders ausprobieren. Ihr könnt also spielen, was ihr wollt an Build Order und ihr müsst einfach dann halt auch irgendwann anfangen, spätestens, wenn ihr in Schritt 3 seid und ein Gas nehmt, so wie ich das tue, gelten, also können die weiteren Prinzipien weiter gelten, dass man vermehrt Zealots baut und ich gehe dann halt auf Charge und baue allerdings aus einem Gas auch Stalker.
Auch hier habe ich wieder, meine Mechanics sind halt komplett eingerostet. Ich kriege hier Overmins. Mein Chrono-Boost-Verhalten ist nicht so super gut. Aber dadurch, dass ich frühe Zealots habe, weiß ich einfach, was mein Gegner tut. Wie gesagt, Schritt 1, kein Gas, kein Micro. Seine Gegner nicht beobachten, sich nur darauf konzentrieren, seine Kohle unten zu halten. Wenn ihr in der Bronzeliga seid, wird das reichen. Meine MMR ist halt höher, aufgrund der letzten Season. Deswegen weiß ich nicht so genau, warum Blizzard mich in die Bronzeliga gesteckt hat. Also ich habe auch die Spiele verloren. Also die ersten 5 Spiele habe ich verloren. Aber trotzdem scheint es so, als wäre der MMR ein bisschen mit rübergegangen. So. Ich muss mal gucken. Ne, er hat wirklich so wenig. Aber man sieht halt schon anhand der Produktion, dass das zumindest kein richtiger Silbergegner ist. Ja, wobei, doch, nee, aber seine Sonnenproduktion ist halt schon besser als die von Bronzeleuten, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ich habe mal gegen einen Bronzespieler gespielt, der hat im gesamten Spiel 3 SCVs gebaut, sodass er insgesamt auf 9 SCVs war. Und davon hat er dann 6 ins Gas getan. Natürlich konnte dieser Terraner One Base gegen mich nicht viel reißen. So, jetzt sehe ich, alles klar. Da sind Zealots. Micro ist erlaubt, also darf ich mich auch zurückziehen. So. Jetzt behalte ich alle Zealots. Wie gesagt, Micro erlaubt. Ich produziere auch weiter. Und weiß jetzt, okay, es kann halt sein, dass da jetzt irgendwas One-Base-mäßiges kommt. Und er baut direkt Double Forge. Das ist natürlich schon greedy. Auf One Base. So, ich bleibe jetzt erstmal da unten stehen, weil er sich zurückzieht. Kriege auch wieder leichte Overmins. Produziere keine Zealots, obwohl ich meine Warp Gates auf Tasten habe, beziehungsweise meine Gates auf Tasten habe. Wie gesagt, ich erforsche. Ich habe hier ein Gas genommen. Mehr als ein Gas nehme ich auch nicht. Ich expandiere in diesem Spiel zu spät. Generell kann man unglaublich viel ablesen. So, schauen wir mal die Units an. Ja, er müsste jetzt unbedingt pushen. Ich habe natürlich viel, viel, viel mehr Arbeiter, weil ich viel früher expandiert habe als er. Meine Sonnenproduktion ist halt auch nicht so toll. Ich wollte halt 20 auf beiden Ecolines haben, auch das kann man kontrollieren. Was ich jetzt tun müsste, ist eine Probe raussneaken, damit ich halt auf der Karte reinwarpen kann. Das soll man halt üben, wenn man anfängt Gas zu nehmen als Protoss. Jack Attack nennt das Warp in Drill, glaube ich. Oh, ich hab. So. Protoss Warp in Drill oder so ähnlich. Oder so geschrieben. Könnt ihr mal googeln. Und den versuche ich hier auch anzuwenden. Reinwarpen, Chrono Boost. Alle Units auf eine Steuergruppe tun. So, da kommt sein Push. Ich hätte da runtergehen sollen mit A-Move, so habe ich mich da selber blockiert. Aber ich habe jetzt halt auch nicht so viel verloren. Wir haben genau gleich viel verloren. Nur, dass ich halt in Spendings vorne bin und dass ich vor allem in Probes vorne bin. Ich muss genug Gates bauen. Ich baue hier so eine schöne Straße, die er nicht sofort scouten kann. Von Pylons, damit ich immer einen Warp in Pylon habe. Schütze mich jetzt gegen DTs in jeder Ecoline, sodass ich in den Ecolines reinwarpen kann und die DTs in der Ecoline sehe. Weil ich jetzt einfach nicht, also die Möglichkeit habe, ich könnte mit Mothership Core scouten, aber ich habe halt nicht die Möglichkeit, gefahrlos mit dem Mothership Core zu scouten, wenn er irgendwie auf Phoenixe gegangen ist oder so. Dann bin ich mein Mothership Core sofort los. Und den will ich halt für die Defense haben. Ich mache jetzt Scout the Front
und Spiel ist halt quasi jetzt auch einfach vorbei. Und aber man sieht wieder, ich habe wieder unendlich Geld. So, jetzt mache ich ein bisschen Micro. So, da greife ich ihn an. Aber ich zeige das nochmal. Wie gesagt, Schritt 1 kein Micro, Schritt 2 Micro und Schritt 3 erstes Ganz. Reicht völlig, um dieses Spiel zu üben und reicht auch völlig, um in Bronze und Silber zu gewinnen. So, jetzt gehe ich da, glaube ich, also jetzt mit diesen drei Sellets bin ich hier in die Eco-Line gegangen. So, jetzt versuche ich da oben in die Eco-Line zu gehen, aber da steht einfach zu viel. Aber natürlich bedeutet das, ich kann jetzt eine dritte Echse nehmen. Und wieder reinwarpen. Mein Geld ist unten. Ich hätte auch einen Stalker noch reinwarpen können. Und meine Truppen, die machen das schon. Ich tu mir alle Units auf die Steuergruppe 1. Das kann man hier, glaube ich, nicht sehen. Also in dem Interface kann ich das leider nicht anzeigen. Ich sollte Chrono Boost anwenden. Aber hier unten sieht man wenigstens meine Selektion. Und das Spiel ist vorbei. Also obwohl Charge hier noch nicht durch ist, hat er schon bessere Upgrades als ich. Gut. Also hier kann man sehen, ich habe mit zwei Gates eröffnet, daraus Konstant Zellets gebaut und damit die Front gescoutet. Also die goldenen Regeln eingehalten und dann halt entsprechend hier mit vier Cannons reagiert. Damit ist sein Push abgewehrt worden und ich war meilenweit vorne. Und ich sage euch, dass ihr problemlos in Bronze und Silber, auch in Legacy of the Void, mit The Staircase klarkommt, weil ihr einfach eure Fehler kontrollieren könnt. Ihr könnt kontrollieren, seid ihr Supply blocked, habt ihr Overmins und so weiter und so weiter. Das war eine neue Folge für The Staircase und ich wünsche euch viel Spaß. Abonniert meinen Channel, wenn ihr dieses Video gut fandet, wenn euch meine Videos Spaß machen, denn es hilft mir, Abonnements zu haben, weil dann das Income für die YouTube Spenden oder die YouTube-Bezahlung von 1 Cent auf 4 Cent ungefähr steigt. Ich wünsche euch was, wunderschönen Tag, wunderschöne Woche und bis demnächst.